Mächtig und weithin sichtbar erhebt sich inmitten der Stadt Mariazell die Wallfahrts- und Pfarrerkirche, die seit langem auch ausgezeichnet ist durch den vom Papst verliehenen Titel einer Basilica Minor, eines Heiligtums von besonderem Rang. Wer vor der Westfassade dieser Kirche steht, wird wie von selbst angezogen durch die Mächtigkeit der Architektur mit zwei barocken Türmen, die einen weitaus höheren gotischen Turm umschließen. Was heute groß und prächtig ist, hat klein und bescheiden begonnen. Im Wesentlichen gibt es drei Legenden über die Entstehung des Gnadenortes und deren Entwicklung. Die erste Gründungslegende besagt, dass vor mehr als 850 Jahren der Mönch Magnus aus dem weit entfernten Benediktinerkloster St. Lambrecht hierher als Seelsorger für die Hirten und Holzfäller des Mariazeller Landes entsandt wurde. Als ihm ein Fels den Weg versperrte, stellte er die mitgebrachte Marienfigur nieder, wodurch sich der Fels spaltete und den Weg freigab. Auf einer Anhöhe in der Nähe ließ er sich nieder, stellte die Marienfigur auf einem Baumstrunk und erbaute darüber eine Zelle aus Holz, die ihm als Kapelle und Wohnraum diente. Die zweite Legende berichtet von dem mährischen Markgrafen Heinrich und seiner Gemahlin, die durch die Hilfe der Muttergottes von Mariazell von schwerer Gicht geheilt, aus Dankbarkeit an diesen Ort pilgerten und dort anstelle der hölzernen Kapelle um 1200 eine erste Kirche aus Stein erbauen ließen. Die dritte Legende berichtet von der gewonnenen Schlacht des ungarischen Königs Ludwig I. über ein zahlenmäßig überlegenes türkisches Heer. Aus Dankbarkeit erbaute er die gotische Kirche und stiftete das ihm im Traum auf die Brust gelegte Schatzkammerbild. Bald schon wurde Maria in der Zelle zu einem vielbesuchten Pilgerziel. Dass Menschen so verschiedener Herkunft, von so unterschiedlichem Format und mit so breit gefächerten Erwartungen in Mariazell zusammenkommen, zeigt das hohe Maß der Integrationsfähigkeit, die die Atmosphäre dieses Ortes zu leisten imstande ist. Unter den Pilgern nach Mariazell waren auch später heilig oder selig gesprochene Christen, zum Beispiel Clemens Maria Hofbauer und Schwester Restituta Kafka. Kaiser und Könige mit ihren Familien kamen hierher, schließlich auch Papst Johannes Paul II., Benedikt XVI., der schon als Kardinal hierher eingekehrt war. Vieles in Mariazell geschieht im Stillen. Seien es die tiefgehenden Erlebnisse vor der Gnadenstatue, sei es die erhebenden Erfahrungen bei einem Gottesdienst, sei es der zufällige Blick in die Basilika, der doch manches auslöst. Aus diesem Schweigen heraus können Wallfahrer hineinfinden in das Gebet, das in Mariazell so viele Facetten hat. Bitte und Klage, Kummer und Verzweiflung, Sehnsucht und Hoffnung, Vertrauen und Dankbarkeit. Viele Pilger kamen und kommen in Gemeinschaft, andere einzeln. Immer mehr von ihnen sind zu Fuß unterwegs, oft über mehrere Tage. Wallfahrt nannte man früher auch das Unterwegssein ohne Fahrzeug. Wallfahrt wurde und wird dann zum Wallgang. Am Ende dieser Reise begegnen die Pilger in Mariazell einem alten Gnadenbild, einer schlichten romanischen Skulptur aus Holz. Mariazell war immer ein Ort europäischer Dimension. Das war bestimmt nicht geplant, nicht gemacht, nicht organisiert, es ist einfach so geworden und gewachsen. Und heute ist diese Erfahrung Alltag. Verschiedene politische Zensuren konnten diese Wirklichkeit nicht auslöschen. Heute kommen nicht nur die Pilger europaweit. Ein Stück unserer kleinen Welt spiegelt sich hier wieder, kulturell, sprachlich, musikalisch und kirchlich. Mariazell ist sehr vielen Menschen Heimat, ein Zuhause. In vergangenen Jahrhunderten entsprach es manchmal einem Lebenswunsch, wenigstens einmal nach Mariazell kommen zu dürfen. Das hat sich geändert. Heute ist dieser Ort ein Lebensbuch aller Alters- und Berufsgruppen und aller Bildungsschichten. Wallfahrt scheint längst nicht mehr die Sprache nur der sogenannten einfachen Leute zu sein. Alle Facetten unseres Menschenseins sind hier anzutreffen.
Maria Zell feierte vor kurzem sein 850. Jubiläum und immer wieder wird gefragt, warum denn dieser Ort so ein bedeutender Wallfahrtsort ist. Was oft läuft es sich auf die Frage hinaus, warum denn Papst Benedikt XVI. Nach Maria Zell als Pilger kam. Darauf antwortete er: Es hat mir so gut gefallen dort, dass ich gesagt habe, ja, zu Magna Mater Austria komme ich wieder. Es trifft auf alle Mariazeller Pilger zu. Es ist letztendlich eine Sache des Herzens, dass zehntausende Pilger jährlich, oft über mehrere Tage zu Fuß, hierher kommen, um bei der Gnadenmutter zu danken und zu bitten. Die kleinen und großen Schritte, die Tag für Tag gefordert sind, werden leichter gelingen, wenn einer wie Maria alles im Herzen bewahrt. Eine zufällige Frage über das dargestellte auf diesen Bildern Haus mit der Landschaft, die für niederösterreichische Umgebung nicht typisch ist, wurde ein Anlass für die höchst interessante Erzählung von der Insel Brioni, deren Geschichte mit der Familie von Frau Christiana von Schönborn-Buchheim sowie auch mit zahlreichen weltberühmten Namen eng verbunden ist. Ich meine, für uns Kinder war Brioni natürlich auch ein Paradies. Meine Mutter total dort aufgewachsen, nicht? Und wir waren eigentlich immer viele Monate dort, den ganzen Sommer, aber verlängerten Sommer. Mein Urgroßvater, Paul Kuppelwieser hat er geheißen, ein Südtiroler Familie, ja, gestammt aus Südtirol. Das jüngste von 9 Kindern. Also der war eigentlich ein Industrieller. In Witkowitz, da hat es diese Eisenwerke gegeben und so weiter. Er hat sie geleitet und war aber auch Miteigentümer, nicht? Und eines Tages hat er gefunden, er hat genug Geld verdient. Er war ein richtiger Aussteiger, würde man das heute nennen. Ja? Er hat immer geträumt davon, eine Insel zu besitzen. Ja, und es hat sich ergeben, also in Istrien, die Insel Brioni, und die war damals unbewohnt und Malaria verseucht und eigentlich eine Inselgruppe, die Marmorgestein dort gehabt hat. Und das war eine davon und eine unbewohnte und wegen Malaria und auch kein Trinkwasser und so. Obwohl die Römer waren auch schon dort gewesen, weil es waren römische Säulenreste und so weiter hat es auch gegeben. Grabfunde und andere frühe Siedlungsspuren weisen darauf hin, dass die Brionischen Inseln bereits um 3000 vor Christi Geburt besiedelt waren. Aus dieser Zeit sind noch Überreste mehrerer Landhäuser auf den Inseln erhalten. Eine zweite Blütezeit für Brioni begann im Jahr 1893, als der österreichische Industrielle Paul Kuppelwieser das Archipel für 75.000 Gulden erwarb. Es hat sich ergeben, dass er diese Insel kaufen konnte. Und da hat er sich seinen Traum erfüllt und einmal diese Insel gekauft. Ja. Und er war, glaube ich, auch doch ein, sagen wir, geistig bedeutender Mensch, ja, weil er war befreundet mit dem Robert Koch. Mit Hilfe des berühmten deutschen Bakteriologen Dr. Robert Koch, der heute als Entdecker des Tuberkuloserregers weltbekannt ist, begann Kuppelwieser den Kampf gegen die Malaria, die die Insel bis dahin praktisch unbewohnbar machte. Er ließ die Arbeiter impfen und begann die Teiche zu sanieren, um die Anopheles-Mücke auszurotten, die als Überträger der Malaria infiziert wurde. Noch heute erinnert ein 1902 errichtetes Denkmal im Zentrum der Insel an dieses Ereignis. Die Malaria-Fliege hat er
bekämpfen können. Er hat damals in Brioni seine Versuchsstationen gemacht. Und weil sie waren befreundet und da hat er das gleich das Angenehme mit den Interessanten verbunden und hat dort, und es ist ihm auch gelungen, dort diese Insel malariafrei zu machen. Das war der Robert Koch. Dann war er befreundet mit dem Dieselöl, ja? Dieselmotoren. Ja? Rudolf Christian Karl Diesel war ein genialer deutscher Ingenieur und der Erfinder des Dieselmotors. Am 27. Februar 1892 meldete Diesel beim Kaiserlichen Patentamt zu Berlin ein Patent auf eine neue, rationelle Wärmekraftmaschine an. In der Zeit war Paul Kuppelwieser Brioni-Insel in ein exklusives Urlaubsparadies umwandelte, arbeitete Rudolf Diesel vorübergehend in der Leobersdorfer Maschinenfabrik in Österreich, um den nach ihm benannten Dieselmotor einzuführen. Und der Diesel hat sein erstes Diesel sein System angetriebenes Schiff war die Fähre von Brioni nach Fusana. Ja, ist auch sehr interessant, nicht? Und der dritte Freund größerer Natur war der Hagenbeck, nicht? Das war der große Tiersachverständige und so weiter. Karl Gottfried Wilhelm Heinrich Hagenbeck revolutionierte und beeinflusste weltweit die Zooarchitektur durch die Erfindung naturalistischer Freigehege. Er baute den übernommenen von seinem Vater Tierhandel zum größten Geschäft der Art in Deutschland aus und lieferte Tiere in die ganze Welt, in die Menagerien von Kaisern und anderen Herrschern. Und der hat ihm dann, wie alles malariafrei und bewohnbar geworden ist und so weiter, hat er ihm am Schluss auch die richtigen Tiere dort eingesetzt. Und er war auch, sagen wir, forstlich interessiert und hat sich dort den damals dort bekanntesten Forstsachverständigen geholt, der hat Zufahr geheißen. Alois Zufahr war für die botanische Ausstattung zuständig. Seine Pinien- und Zypressenalleen erfreuen heute noch die zahlreichen Besucher. Die völlig verkarstete Insel Brioni wieder aufgeforstet und es ist gelungen, das ist heute eine grüne Insel. Er hat auch zum Beispiel die Wasserleitung von Fasana unterm Meeresboden hat er legen lassen auf die Insel hinüber, die ist heute noch ganz normal. Ne? Wenn man mit dem Flugzeug bei gutem Wetter drüber fliegt, dann sieht man genau unten die Wasserleitung. Und er hat auch, weil er so viele Beziehungen aus der Zeit von Witkowitz, wo er nicht dort war, hat er auch erreicht, dass man die Bahn von Wien herunter nach Pola und Triest, nicht, das war alles nicht, das hat alles hergemacht. Und dann ist ja mit der Zeit eben diese Insel eine Art österreichische Riviera geworden, nicht? Also ein Jetset, würde man heute sagen. Kuppelwieser investierte ein Vielfaches des Kaufpreises, errichtete eine Infrastruktur, baute den Hafen aus, legte eine submarine Wasserleitung vom Festland nach Brioni und errichtete Wirtschaftsgebäude, baute Hotels und ein Strandbad und das erste Winterschwimmbad an der österreichischen Riviera. Mit der Zeit war das halt, es hat seinen Poloplatz gegeben und selbstverständlich also große Hotels und Schwimmbäder auch im Hotel und natürlich also der Strand ist. Also ich kann mich erinnern am Strand, ich kann mich noch genau erinnern, wie er ausgeschaut hat. Natürlich kommt mir alles viel größer vor, als er wirklich war. Ja. Aber da war so eine Sandbucht, wo man also eben hineingegangen ist, nicht? Und dann ist es immer tiefer geworden. Also für Kinder ideal, ich war ja ein Kind damals, nicht? Und da war die Badeanstalt, war alles weiß gekalkt, war so eine Rampe, die so in einem Hufeisenform diese Bucht nicht umschlossen hat, kann man sagen. Und da waren dann auch die Kabinen so. Und im Stock oben
waren die Sonnen. Da haben sie sich hingelegt, in die Sonne gelegt. Ja. Insofern kann man sagen, dass einfach alle großen Schriftsteller, alle bedeutenden, sagen wir ja, intellektuellen Leute der damaligen Zeit, nicht, waren auch dort. Der James Joyce war auch dort. Und ich weiß nicht, also eigentlich sehr viele solche Leute, dann sehr viele von der Hocharistokratie, nicht? In der damaligen Metropole Wien ist es zu Mode geworden, nach Brioni zu fahren. 1906 entdeckte das Kaiserhaus die Insel zur Rekreation. Franz Ferdinand benutzte Insel Brioni als repräsentatives Zentrum für Staatsbesuche. So war Kaiser Wilhelm II. 1912 zu einer Besichtigung hier. Die Gäste waren überwiegend aus dem gehobenen Bürgertum, der Beamtenschaft und Künstler aller Sparten. Es war kein Zufall, weil selbst Paul Kupelwieser aus einer bedeutenden Künstlerfamilie stammte. Sein Vater, mein Urgroßvater, war ein berühmter Maler und hat Leopold Kupelwieser geheißen. Bekannter Maler und Professor für Historienmalerei an der Wiener Akademie, Leopold Kupelwieser, beschäftigte sich zunehmend mit religiösen Motiven und Freskenmalerei. Seine Hauptwerke sind Altarbilder und Fresken, die er für Kirchen in Wien und in gesamten Bereichen Monarchie schuf. Leopold Kupelwieser ist heute auch durch seine Bilder bekannt, die er von Franz Schubert und dessen Freundenkreis anfertigte. Mit seinem Bruder Josef Kupelwieser, der Libretto für die Werke von weltberühmten Komponisten geschrieben hatte, gehörte er zu sogenannten Schubertianer. Eben darum war besonderes Ambiente des künstlerischen Umkreises zu dem Inhaber der Insel Brioni so nah. Fast alle berühmten Kultur- und Wissenschaftstäter waren da als Gäste. Und ich erinnere mich noch sehr gut, mit unserer Mutter, mein Bruder und ich, mein Bruder ein Jahr älter wie ich, sind wir im Wasser gestanden. Wir waren ganz klein. Ich war sicher nicht mehr wie 4 Jahre und trotzdem erinnere ich mich ganz genau. Und da ist gegangen ein älterer Mann mit einem weißen Bart, mit einem weißen Tropenanzug und einem Tropenhelm auch. Ja, es war ja ziemlich heiß dort und war auch so angezogen. Und meine Mutter, furchtbar aufgeregt, hat gesagt, bitte merkt euch, dass ihr den Marconi noch gesehen habt. Ja? Und der Marconi hat erfunden, die drahtlose Telefonieren. Und das war ein ganz berühmter Mensch. Der Nobelpreisträger Marconi, der ein Gerät zur Aufspürung und Registrierung elektrischer Schwingungen von Alexander Popow nachbaute und ließ dieses im Juni 1896 vor Popow patentieren, ist in der ganzen Welt verehrt. In Italien gibt es kaum einen Ort, der nicht eine Via Marconi hat. Ich erinnere mich wie heute, weil meine Mutter war so aufgeregt, dass wir uns ja merken, dass wir den noch gesehen haben. Wir haben uns auch beide ewig erinnert, dass wir den Marconi gesehen haben. Ich weiß auch noch, wie er ausgeschaut hat. Nicht? Ja. Es ist so gewesen. Mein Urgroßvater, der sich das Ganze gemacht hat, hat 2 Söhne gehabt. Einer davon ist mein Großvater gewesen. Und mein Großvater hat sich ab einem gewissen Moment getrennt von meiner Großmutter. Ist nach Wien gegangen. Ja. Hat noch einmal geheiratet und fertig. Und meine Großmutter mit ihren 3 Töchtern, wovon die älteste meine Mutter war, ist in Brioni geblieben mit den Schwiegereltern, nicht Schwiegervater eigentlich, weil meine Großmutter ist auch früh gestorben. Ne? Und der 2. Sohn, wie mein Urgroßvater eben zu alt geworden ist, dass er selber alles machen konnte, hat der 2. Sohn von ihm Brioni geleitet, sagen wir. Nicht? Und
er ist gescheitert. Wobei es so war eigentlich. Es haben damals schon, hat sehr viel gekostet, Pferde zu halten, nicht? Und jetzt waren die Leute doch so, dass ab und sagen wir, die große Saison war im Sommer, nicht? Aber der Winter dort war so, dass doch ab und zu welche gekommen sind. Und jetzt war er gezwungen, diese Polo-Bonis, das hat man von ihm verlangt, über den Winter, nicht? Da hat er Leute gebraucht, die sich bewegen und nicht. Also das ist immer sehr teuer gewesen, sowas zu machen. Das war der eine Grund, glaube ich. Anderer Grund war, dass es sehr viele, leider sehr berühmte Leute gegeben hat, die ihre Rechnungen nicht bezahlt haben. Nice. Ja, und da haben ihm sonst Banken ausgeholfen, bis das irgendwie er wieder die Saison gekommen ist, dass es wieder nicht. Und dann war doch auch die politische Situation nicht. Und ich darf da nicht zu viel sagen. Plötzlich haben ihm die Banken aus politischen Gründen da, nicht? Ich kann mich noch erinnern an das Jahr 34, wo wir Kinder das letzte Mal dort waren, bis alles dann wirklich aus war, war entweder 35 oder 36. Und eigentlich der italienische Staat wollte das haben. Also die Sachen sind so gelaufen. Und dieser Bruder von meinem Großvater hat sich einfach umgebracht. Nicht? Das war alles, das war zu traurig, das Ganze. Ja, und ja. So hat es eigentlich geendet und dann hat es der italienische Staat also gehabt, der wollte es ja dringend, nicht? Und dann ist der Krieg gekommen und dann ist es also Tito-Jugoslawien geworden und der Tito hat ja ein großes Verständnis für schöne Plätze gehabt. Ja, und ja, der hat sich dort sofort niedergelassen, hat nicht gewohnt dort, wo wir gewohnt haben, sondern hat sich auf dem anderen Ende von der Insel ein Haus gebaut und hat ja auch dort einen kleinen Tiergarten gehalten und so weiter, nicht? Und hat es wunderbar gehalten, nicht? Also wirklich schöner hätte es nicht sein können. Ab 1947 diente das Archipel vor allem als Residenz für den damaligen Staatschef Josip Broz Tito. Daher war der Zugang auf die Insel der einfachen Bevölkerung nicht erlaubt. Brioni diente fortan als Empfangsort und Residenz für Staatsgäste und Hollywood-Stars. In seiner Ära hat meine Mutter einmal durch den jugoslawischen Botschafter in Wien, der hat ihr möglich gemacht, dass sie einmal hinfahrt. Nicht? Und da war der Tito nicht da. Nicht? Und sie haben gewohnt, sind beide Eltern hingefahren natürlich, und sie haben gewohnt in kleinen Dependancen vom großen Hotel, die aber zur Zeit vom Tito haben seine Generäle dort gewohnt. Ne? Und natürlich waren meine Eltern also total unter Aufsicht. Meine Mutter natürlich war irrsinnig selig, dass sie dort noch einmal im Leben hingekommen ist. Und natürlich war sie traurig auch, aber trotzdem, sie war glücklich, dass sie dort sein konnte. Es gibt ja ein Kuppelwieser-Museum auch durch die ganze Tito-Ära durch, nicht? Weil das eben, er war eine anerkannte Gestalt, nicht? Geblieben. Und es war hier eine ganze Delegation von dorten, also von Pola. Ich sage noch Pola, weil ich finde es furchtbar, wenn man Pola sagt. Für mich ist das Pola. Ja, und sie waren irrsinnig nett. Ja, irrsinnig nett. Ja, und ich habe ihnen also alles gezeigt, was ich habe. Ich habe viele Sachen. Und ich habe das alles, sie haben alles fotografieren dürfen, alles natürlich nicht. Ja, und sie wollen unbedingt, dass ich ihnen diesen Nachlass überlasse. Ich hätte es glatt gemacht, weil ich meine immer, wenn sowas dann in ein Museum kommt oder in eine Nationalbibliothek oder irgendwas, dann ist es theoretisch gerettet dort. Ja? Nur,
Ich habe jetzt beschlossen, dass ich es doch nicht machen werde, weil sie haben das Museum von meinem Urgroßvater, das war immer in dem Kastell, wo wir auch gewohnt haben. Nicht? Das ist ein wunderschöner alter Bau dort gewesen. Dort sieht man es dann auf dem großen Bild, hier beim Bild da drin. Das haben sie verlegt und haben es zusammengetan mit dem Tito. Mein Urgroßvater hat mit dem Tito nichts zu tun gehabt. Ja, fertig, gibt es keine Alternative. Nicht? Aber es ist schade. Nach dem Tod von Tito wurde die Insel zum Nationalpark des damaligen Jugoslawien erklärt. Tausenden von Touristen kommen alljährlich dorthin, um ihre landschaftliche Schönheit und Abwechslungsreichtum zu genießen. Ich war nie mehr dort. Meine ganze Familie, komplett, ohne Ausnahme, waren alle inzwischen dort, weil jetzt ist es ja ein Fremdenverkehrsort. Und ich glaube, jetzt, allerletzte Nachricht, ist, dass sie wollen dort so wieder ein Jet-Set-Zentrum machen. Und die heutigen Jet-Set-Zentren.